Und zur Stunde findet am Wiener Ballhausplatz eine Kundgebung gegen die Kandidatur von Barbara Rosenkranz statt. Unter dem Motto Lichtertanz gegen Rosenkranz wird protestiert. In der Gesellschaft und in der Hofburg dürfe kein Platz für rassistische Politik sein, heißt es. An die 2000 Teilnehmer haben sich in der vergangenen Stunde am Ballhausplatz eingefunden. Grundtenor, auch wenn die Chancen, dass Barbara Rosenkranz Bundespräsidentin wird, gering sind, es gehe darum, ein Zeichen zu setzen. Ja, eine Frau, die im Feminismus einen Irrweg sieht, kann man, glaube ich, nicht unterstützen. Man muss ein Zeichen setzen und dabei sein. Ja, man muss doch kommen und Präsenz zeigen, wenn so etwas passiert in unserem Land. Unterstützt wird die Veranstaltung Lichtertanz gegen Rosenkranz auch von einigen Prominenten wie Alfons Haider, Ariel Musikant, André Heller oder Paulus Manka. Es gäbe es in keinem anderen Land. In Deutschland wäre eine solche Frau innerhalb von wenigen Tagen von der politischen Bildfläche verschwunden. Dass es weitere Kundgebungen dieser Art in den nächsten Wochen geben wird, wollen die Initiatoren nicht ausschließen.